Wir haben es endlich geschafft. Wir haben Fortnite Lego durchgespielt. Wir haben alles freigeschaltet, was es gibt. Und ihr glaubt niemals, was wir als letzten Gegenstand bekommen haben. Das solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Creator Code Stani eintragen, liken und abonnieren nicht vergessen. Let's go. Heute ist endlich der Tag der Tage. Und zwar, wir werden jedes Dorf in jedem Biom auf Level 10 spielen. Ich habe jetzt Ewigkeiten gefarmt, Leute. Ryan hat mir natürlich geholfen. Der ist da hinten. Der ist nämlich gerade hier bei der Schubsaftfarm. Haben. Aber ich weiß nicht, Ryan, ich sag dir ehrlich, kann man irgendwie... Brauchst du Schubsaft, Bro? Nee, Bro, du bist also hier, das ist... Also... Ich sag dir ehrlich, dieser Schubsaft ist geil, aber es nervt mich, dass du nur zwei... Ah, Junge, das ist ja alles 30 hier, bist du verrückt, oder was? Alles 30er-Stacks, natürlich. Junge, bist du Alkohol drin oder bist du betrunken oder was, Ryan? Ey, hast du schon gesehen? Wir haben neue Gebäude, die wir bauen können. Ja, ich habe das schon gesehen, die sehen ultra nice aus. So ein Tempel und so, Junge, richtig geil. Bro. Das Ding ist, Ryan, wir müssen jetzt noch ein bisschen Materialien farmen. Ich werde dir jetzt gleich mal eine Liste rübersenden, die du auch noch schnell hier verarbeiten musst. Und dann können wir gleich die Wüstenregion upgraden auf die maximale Stufe. Und weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde jetzt zu Evive gehen. Ich habe gesehen, der war online gewesen. Warte mal, ist der noch online? Ja, hier, Popo Blanco ist noch online. Und ey, oder komm mal mit zu Evive. Komm mal mit zu Evive. Dann werden wir den ein bisschen Ansagen droppen, weil der soll ein paar Materialien dazu spenden. Bro, ich habe den noch gar nicht gesehen. Also der weiß gar nicht, dass ich da bin, glaube ich. Ja, okay, komm, lass mal hinlaufen. Der ist da hinten wahrscheinlich in seiner Base. Ansage. Warte, aber soll ich TNT mitnehmen? Weil ich nehme lieber TNT mit, oder? Bro, safe. Also safe, nur safe, als Sicherheit, weil ich sag dir, weißt du, was ich machen will? Und zwar die Leute, die nicht bezahlen, ne? Ja. Aber die neuen Gebäude bauen, werden angegriffen von mir. Oh ja, direkt zerstören. Junge, weil guck mal, weißt du, wie teuer die Gebäude waren? Weißt du, wie lange ich glaub mir, ich bin jetzt... Bro, ich hab noch ein bisschen mitgefarmt, das ist geil. Das ist geil. Leute, ich sage euch wirklich, das ist Endlevel. Alle Biome auf Stufe 10 ist wirklich respektlos. Man braucht Ewigkeiten und man muss so viele krasse Materialien aus den Höhlen farmen. Das ist nicht mehr normal. Und deswegen ist es einfach meiner Meinung nach nur fair, dass du Evive was abgeben musst. Wo bist du denn, Ryan? Komm jetzt! Achso, du bist schon los. Ja, ich komme, ich komme. Ja, wir müssen zusammen hin, dass er auch ein bisschen so Angst hat, weißt du, so einschüchtern und so. Wie ist das? Wie weit ist er denn weg? Wie weit wohnt er denn? Ja, nicht weit, der ist hier um die Ecke direkt, ein paar hundert Meter hier. Pipi. Ja, nimm doch deinen Schubsaft und dann bist du doch schneller unterwegs. So. Ah, okay. Oder hier, wir hätten uns auch einen Grappler machen können. Ich sag dir ehrlich, wenn ich das geupgradet habe, werde ich eine komplette Kiste full mit Grappler machen. Und wenn wir das haben, weißt du, wie schnell die sind? Das Ultraschelter. Was hast du da für ein, was hast du, ein No-Scope-Backflip gemacht auf einmal? Ja, easy. Was will der uns angreifen? Aber er lebt immer noch. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Bro, Sniper. Das war ein Dings. Okay, Freunde, wir werden jetzt mal zu Evive gehen und mal gucken, ob er da mit kooperiert oder ob er sich dagegen stellt. Ryan, was denkst du eigentlich? Wird Evive mit dabei sein oder denkst du, der wird sagen, ja... Oh, safe. Denkst du, ja? Doch. Okay, geil. Ich glaube schon. Ja? Ich habe auch Schubsaft, um ihn zu bestechen. Bestimmt will er das. Ja, okay, gut, das ist eine gute Idee. Okay, wir können auch ein bisschen Schubsaft sehen, aber er muss schon was rausdrücken. Ich sag dir ehrlich, weil wir brauchen, Leute, über 30 Rubine und so, die ganzen seltenen Sachen, ey. Und da kann der ruhig was rausrücken. Da bin ich mal gespannt. Weil alleine, wenn er das alleine fahren würde, würde der den ganzen Tag sitzen, würde er eh nicht machen. Deswegen, ich hab's übernommen. Bro, ich sag mal so, wenn er nichts abdrücken will, dann kann man ja auch warten, bis er sich auslockt, ne? Ja, Bro, ich sag dir ehrlich, wenn er nicht mitspielt, dann wird er sehen, was er da vorne hat. Okay, wir müssen jetzt hier uns wirklich vorsichtig anschleichen. Da vorne ist er. Und Bro! Junge, siehst du, was er da baut? Schon damit. Junge, nein. Leute, eklige. Junge, das ist doch nicht sein Ernst, Junge. Er baut direkt so ein neues Haus. Leute, er baut direkt hier, wartet mal. Guck mal, gefragt. Ich glaube, das baut er hier, dieses bescheidene Anwesen. Junge, Freunde, das habe ich vorhin freigeschaltet durch die Wüstenregion. Und er fragt nicht mal. Ey, ist das ein Witz? Yo, Evive! Popo Blanco! Bro, cooles Anwesen, was du hier baust. Danke, danke, Digga. Schon gesprengt, kennst du ja, ne? Ja, aber wir hatten das freigeschaltet. Der Turm, das war ich. Hä? Bro, weißt du überhaupt, wie man das freischaltet, diese Anwesen? Ja, klar, mit Dingen, mit Eisen, ne? Ja. Bro, guck mal, da merkt meine Wife, du hast gar keinen Plan, was hier abgeht. Du musst in jedem... Ich baue hier nur meine Burg. Du musst in jedem Biom ein Dorf hochleveln. Dann schaltest du das frei, checkst du das? Was will er denn hier? Kann ich mal aufhören hier?
Deine Brüder, was willst ja, du? Ja, deine Brüder machen hier ein bisschen Faxen. Ja, jedenfalls, pass auf, ich habe das freigeschaltet, weil ich im Wüstenbiom das Dorf gelevelt habe. Und weißt du, wie teuer die Ressourcen dafür sind? Übelst teuer. Was interessiert mich das, hä? Bro, ich farm heute schon, ja, weil ich die für alle freischalten will. Guck mal, ich farm heute schon den ganzen Tag 7 Stunden. Ja, brauchst du mich halt nichts freischalten, so, danke, aber... Ja, wenn du ein paar Materialien abdrückst, also... Bro, guck mal, das... Was? Bruder, warum soll ich denn irgendwas abdrücken? Guck mal, es wird automatisch für alle auf der Welt freigeschaltet. Automatisch. Moment, ich esse grad. Ja. Zieh weiter. Ja, es wird automatisch für alle und du profitierst auch davon. Willst du mal gutes Essen? Nicht hier deine Chilis. Und ich und Rhiney haben halt auch beschlossen, jeder, der sich nicht daran beteiligt, zumindest ein bisschen... Oh, Mensch. Ah, was ist denn das, Bro? Das sind... okay. Oh, das ist... Hey! Feuerwerksraketen sind das, glaube ich, zu Silvester. Ja, juhu, Feuerwehr. Da würde ich mir aufpassen, dass dein Dorf im Wüstengebiet nicht auch plötzlich zu einer Rakete wird, ne? Weil lieber, das hatten wir schon. Wir können ja, deswegen, guck mal, deswegen, ich will auch gar keinen, dass die Streit eskaliert, Vibe. Ich will einfach, dass du uns ein bisschen was dazu steuerst. 30 warte, Rubine. Kurz, wen meinst du mit Vibe, wenn du mit uns redest? Meinst du Vibe? Ich meine dich, Vibe. Lukas. Okay. Also, wir machen es hier ein bisschen attraktiver. Guck mal hier. Guck mal hier ein bisschen 30 Schutzhaft. Stück. Oh. Gibt's noch viel mehr. Genau. Und Alter. Also, pass auf, wir brauchen 30 Obsidian, 30 Rubine und ich glaube noch ein bisschen Bernstein brauchen wir. Ja, darf ich kurz was fragen? Ja. Willst du meine Rippe auch noch haben, oder? Nee, will ich nicht. Boah, kann man damit was craften? Ey, aber das ist voll wenig. Glaub mir, wir brauchen viel, viel mehr, ne? Für Wintergebiet und so brauchen wir viel mehr. Also, das ist wirklich wenig. Okay, lass mich mal ganz kurz hier gucken, was wir euch abnehmen. Ja. Ja, komm. Ich will ja auch ein bisschen was dazu steuern. Das ist nett. Will ja mal nicht so sein. Bro. So. 4 Knochen? Mhm. Ist das dein 4. Ernst? Nicht einer, 4. Bro. Junge, zieht mal weiter jetzt. Ich will nicht an eurem Dorf. Ja, aber dann bau doch bitte auch nicht diese Gebäude. Das sind meine Gebäude. Guck mal, hier steht mein Name dran. Mir gehören die. Wo? Wo, nee, Bro? Ey, wenn du jetzt irgendwas sprengst. Ja, ich hab die freigeschaltet, Bro. Ich sag dir ehrlich. Bro, die gehören quasi uns. Die gehören uns und deswegen entweder du bezahlst oder das Gebäude muss gesprengt werden. Junge, ich kann euch so viel. Ich hab so viel gar nicht. Ja, dann geh farmen, dann komm ich später wieder. Ja, wahrscheinlich. Hast du eine Spitzhacke? Brauchst du Schubsaft? Ich sag dir ehrlich, dann bau bitte was anderes. Dann bau bitte ein anderes Gebäude, was du freigeschaltet ganz kurz, hast. Ganz kurz, kannst du dich mal umgucken? Diese majestätischen Anwesen. Bro, meine ganze Base besteht nur da draus. Ja, aber das ist ein anderes! Das ist. Ja, ich hab schon. Bro, das ist hier. Eure China-Dinger das ist dieses gesehen, bescheidene die Anwesen. Das hab ich freigeschaltet, Junge. Ja, okay. Junge, ich baue jetzt hier einfach meine Sachen weiter. Nerv mich jetzt nicht. Was wollt ihr jetzt von mir? Bro, es ist. Ja, ist okay. Ja. Ist okay. Wird Zeit zu gehen, langsam, würde ich sagen. Ja, ist okay. Ist okay. Und nix, ey, wenn du eine Sache sprengst, ich schwöre, ich will meinen Schubsaft los wieder. Und spreng auch bei dir. Schubsaft wieder. Ey, Schubsaft wieder! Schubsaft. Sei Schubsaft. Froh, dass es kein PvP egal. Gibt. PvP kommt bald, Ryan. Dann werden wir sehen. So, zischt ab. Farmt mal weiter eure Dinger. Ja. Hör auf zu werfen! Ja! Ja. Danny! Sorry. Der ist mir aus der Hand gerutscht. Oh, sorry! Hallo! Der rutscht. Digga, ich raste gleich. Bro, das rutscht mir aus. Das ist mir aus der Hand gerutscht. Sorry. Das ist mir aus der Hand gerutscht. Ey. Das glitschig auch. Hier ist eisig. Ey, Bro. Ryan, ich hab die Idee. Ja? Lass warten, bis er sich auslockt und dann nimmt er uns einfach, was wir brauchen. Komm, wir warten. Bro, glaubst du, er hat das überhaupt? Bro, wir waren einfach, bis er sich auslockt und dann, wenn wir uns bedienen, fertig ist. Okay. Ich sag dir ehrlich, wenn er unsere Gebäude baut, dann hat er abzudrücken, ganz einfach. Junge, das ist ein Gemeinschaftsinselprojekt und wenn er das nicht versteht, dass es aktuell gerade so ist, Freunde, weil aktuell ist es so, dass quasi alle, die auf dem Server spielen, ein Team sind. Aber das wird bald durch PvP geändert und da muss Evive mitspielen, ganz einfache Geschichte. Und ich werde jetzt mich mit Ryan hier so lange auf die Lauer legen und warten einfach, bis er sich auslockt, dann wird er sehen, was er davon hat. Dann werden wir uns mal da in seinem komischen Drecksdorf ein bisschen begnügen, würde ich mal sagen, oder?
Bro, sein Dorf sieht nur so aus, weil du da die ganze Stadt gebaut hast. Ja, Bro, ich hab eigentlich die Stadt gebaut. Mir gehört das Dorf eigentlich. Deswegen können wir uns dann auch gleich schön dran bedienen, würde ich sagen. Ja, so, wir warten jetzt einfach hier. Ich sag dir ehrlich, aber hier ist mir ein bisschen zu kalt. Ich gehe dahin, wo warm ist. So, Leute, wisst ihr euch zufällig, wer sich gerade ausgelockt hat? Ja, so der gute alte Vibe. Und da werden wir mal, schnell wieder zu seinem Dorf vorbeigucken. Nämlich, er hat ja unseres Gebäude gebaut. Ja, ich würde sagen... Oh, guck mal, was er so hat. Ich glaube, der hat schon die Nächte durchgefahren. Also irgendwas sollte er schon noch auf jeden Fall haben. Ja, safe, Bro. Der wird irgendwelche krass... Oh! Yo! Oh mein Gott. Bro. Jackpot. Guck mal, wir müssen ihnen helfen. Die Schleifmaschine ist voll. Wir müssen ihnen helfen, Bro. Die wäre sonst kaputt gegangen. Leute. Wir müssen ihnen helfen. Ja. Das ist hier ehrenhafter Einsatz. Ja, das ist... Also, sorry. Wie nett wir sind, krass. Ey, überleg mal, er hat uns gerade so eklig behandelt und jetzt sind wir auf einmal so nett zu ihm. Wir putzen hier quasi. Ja, wir halten hier nur ein bisschen Ordnung. Was ist das für eine Kiste? Oh! Ich glaube, ich nehme mal ein bisschen Sprengpulver. Die, oder was? Mein Gott! Junge, Bernstein brauchen wir auf jeden Fall. Bernstein, hier Seide kann er gerne haben. Das brauchen wir. Alter Junge, was hat der alles? Obsidian brauchen wir auf jeden Fall auch nochmal ein gutes Stack hier. Oh Gottes Willen, was hat der alles, Junge? Was hat der alles? Was steht noch auf der Liste? Der hat hier alles sortiert. Der hat hier alles wirklich perfekt. Alles, Leute. Der hat hier wirklich... Ich überlege gerade, Kupfer haben wir selber noch. Ich will jetzt auch nicht, dass wir zu viel nehmen, dass es auffällt. Das Ding ist, wollen wir einen Stack Malachit wegnehmen? Oh, das wäre aber heftig, ich sag dir ehrlich, ne? Ja, ein Stack ist schon viel, Bro, ne? Das ist schon echt viel. Aber dann haben wir Wintergebiet auf jeden Fall auch durch, weißt du? Das ist halt das Ding. Bro, ich glaube nicht, dass ihm das auffällt. Bro, ist egal, Leute. Wir nehmen es mit. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, wir brauchen noch Saphire auch noch. Saphire auch noch? Ja, er hat hier hinten eh noch ein paar drin. Bro, ist egal, er hat so viel, Leute. Ja, doch nicht. Oh Gottes Willen, oh Gott. Ey, der wird da. Oh. Aber das ist die Steuer, Junge. Ich habe 7 Stunden gefarmt, Junge. Das sage ich dir ehrlich. Bro, guck mal hier noch. Oh mein Gott, Bro, der hat ja wirklich alles, Junge. Der hat selbst epische Schaufeln und so. Hä? Junge, wie viel hat der gefarmt, der Typ? Junge, wie viel hat der gefarmt, Alter? Guck mal, der hat die ganzen Kisten hier voll. Das ist wirklich crazy, Leute. Ich sag euch, Re-Rap, das ist echt crazy. Aber ich glaube, wir sind full. Warte mal, vielleicht hier Weichholz noch? So, Weichholzstab? Ich weiß nicht, ob wir den noch brauchen, aber... Hier sind auch komplett Frostkiefern. Frostkiefern brauchen wir nicht. Frostkiefern. Ich sag dir ehrlich, das reicht. Komm, das weg hier. Okay, das ja, es ist so schön. Junge, wir haben ihn echt gut gerippt. Aber wie gesagt, er baut auch unsere Gebäude und vielleicht fällt es dir auch gar nicht auf. Wie kommen wir hier überhaupt raus? Hätte er es uns freiwillig gegeben, wäre es auch weniger gewesen. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ich wollte gerade sagen, Leute, er hätte uns eigentlich nur 30 Rubine geben müssen und dann wäre gut gewesen. Aber so, er hat ja auch was davon. Ist ja jetzt nicht so, Freunde, dass wir jetzt die Materialien nehmen und uns in die Tasche stecken und da nichts passiert. Er wird morgen online kommen und wird alles bauen können. Wir werden alles freigeschaltet haben und werden die Maximalstufe haben. Und für ihn wird das natürlich auch sehr gut sein. Deswegen, also braucht man noch Rubine, so, wenn er das eh nicht freischaltet. Ja, wollte ich sagen, die Rubine. Ich glaube, zum Upgraden brauchst du die noch. Ja, okay. Zum Verzaubern und so, aber das ist Bluff, Leute. Das ist, also, sorry, da kann ruhig ein bisschen was abgeben. Wir werden jetzt mal gucken, was uns noch fehlt, aber wir konnten uns jetzt wirklich schon geisteskrank gut ausrüsten. Okay, wir sind jetzt hier zurück zum Dorf, Reini. Wir müssen jetzt mal gucken, dass du auch noch hier Zeug... Guck mal, hier haben wir auch noch Rubine, das ist sehr gut. Okay. Warte mal, nimm die Rubine mal hier mit. Ja. Ich würde auch hier die Kupferbarren, Leute, haben wir noch Kupferbarren? Die Kupferbarren auf jeden Fall mitnehmen. Ich nehme hier noch Steinplatten mit. Die meinst du auch? Ja, Marmor haben wir. Hier die Kupferbarren hier noch, die da drin sind. Ja. Ansonsten, ich muss mal gerade gucken, hier ist auch noch ein Kupferbarren drin, den kannst du mitnehmen. Ja, nehme ich. Und ansonsten glaube ich, wir sollten jetzt alles für das Wüstenregion haben. Unseren OP-Loot und dann denke ich mal, können wir da jetzt locker das Dorf auf Stufe 10 upgraden. Ich hoffe es zumindest. So, Leute, wir sind jetzt hier, das kennt ihr ja bereits schon, das Wüstendorf hier. Zack, das werden wir jetzt einmal aufwerten. Und jetzt, guck mal, haben wir direkt neue Rezepte freigeschaltet. Guck mal hier, Bro.
Guck dir mal das neue Anwesen an. Oh mein Gott! Was? Bro! Oh mein Gott, Leute, guckt euch mal dieses so schön edle aus. Anwesen an. Okay, das sieht krass aus. Das sieht wirklich heftig aus. Das ist richtig groß. Das ist wirklich big. So. Oh Gott, wir brauchen 30 Marmortafeln. Hey. Oh, haben wir noch welche hier, Leute? Nein. Hast du noch Marmortafeln dabei zufällig? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Bro, mir fehlen 5 Stück. Bitte nicht. Bro, brauchen wir 55 oder was? Weichholz brauchen wir. Oh Gott, Weichholz können wir hier. Wir brauchen 30 Stück, Bro. 30 Stück. Das Ding ist, ich musste ja gerade schon bezahlen. Geschliffenen Bernstein. Ach so. Geschliffenen Bernstein brauchen wir auch noch. Ey, was ich tue, alles in die Kiste, was ich habe. 15. So. Ja, wir müssen eh nochmal zurück, sehe ich gerade. Bro, wir müssen nochmal Bernstein 5 Stück farmen. Marmortafeln und Weichholz müssen wir nochmal farmen. Aber ich glaube, den Rest... Weichholz brauchen... Na nee, stimmt doch, Weichholz auch. Aber den Rest haben wir eigentlich. Re-Rap. Aber Weichholz kriegen wir doch hier. Ja, ja, Weichholz kriegen wir hier. Das ist safe. Ich würde mal sagen... Guck mal, ich werde hier mal so einen Riesen-Oschi bauen. Können wir den hinbauen, Leute? Oh Gott. Das ist ein bisschen zu hoch. Junge, wie sieht denn das aus, Leute? Oh Gott, Junge. Ich will den hier unten hinbauen. Ey, was baust du? Ich baue hier so ein Riesenanwesen. Weil wir müssen das... Edle? Ach du... Boah! Junge, hä? Boah! Junge, das Ding ist... guck mal, ich glaube, ich hab's... Nee, wir müssen das einmal bauen, weil wir müssen die Dorfbewertung eh hier einmal erhöhen, weißt du? Deswegen ja, lass das einmal bauen. Und, ich habe schon nicht genügend... Guck mal, hier Holz und so ist drin. Also wenn wir das einfach beide hier schnell zusammenbauen. Dann müssen wir einmal hier noch ein bisschen Gold... mein ganzes Holz ist schon weg. Knorrwurzeln. Ey, das war... Ich hatte doch gerade so viel Holz gehabt. Ich brauche noch ein Holz. Okay, ja. Okay, aber warte mal. Hier liegt noch ein bisschen was. Aber nur eins. Ein Holz. Junge, das war echt... Okay, eins können wir noch bauen. Das war echt teuer gewesen. Mit das Drops? Das war wirklich teuer. Ich baue das hier. Junge, ist egal. Wir holen jetzt noch die restlichen Materialien, Freunde, und dann geht's weiter, weil wir haben ja jetzt schon Dorfstufe 6 und den Rest haben wir eigentlich dabei. Das waren jetzt hier nur die kleinen Weichholz- und Marmortafeln. Das hat jetzt noch gefehlt, aber ist nicht schlimm. So, Freunde, wir mussten hier gerade nochmal so viel herstellen, aber jetzt sollten wir hoffentlich wirklich alles haben. Also ich dachte das schon 10-mal. Wir werden jetzt das Dorf aufwerten. Boom, Dürretal. Guck mal, wir haben jetzt Fässer und Eimer bekommen. Ich bin mal gespannt, haben wir jetzt auch ein neues gebautes... Ich kann das nicht mehr. Nee, das edles Anwesen haben wir. Ich kann das nicht mehr. Was denn? Guck, was wir brauchen. Ja, hab ich doch alles. Hast du rohen Rubin? Natürlich, Bro. Ja, ich dachte auch... Boom, direkt nächste Dings hier. Direkt nächste Stufe. Yo! Bro, guck dir mal diese Burg an, die man bauen kann. Yo! Okay, oh, die Burg ist krass. Ja, und man kann auch jetzt... das war dieses edle Anwesen. Ah, diese Burg ist echt heftig. Die ganze Burg bauen. Junge, und okay, ich bin okay, das nächste haben wir auch, aber wir brauchen höhere Dorfbewertung, ist das Ding. Wir brauchen hohe Dorfbewertung. Was soll man jetzt hier bauen? Hier ein bisschen, Dings hier oder was? Man kann das Deko machen. Hä? Man kann irgendwie so ein Schwert an die Wand sich jetzt hängen. Ja, Bro, guck mal hier, ich baue Deko, das bringt gar nichts. Danke dafür. Super, ich baue jetzt hier Vasen. Toll. Das hat nichts gebracht. Bau mal Deko oder so. Ich muss jetzt irgendwas bauen. Ich baue. Oh, warte mal, das kann ich bauen hier. Ja, klar bringt das was. Ja, ein bisschen, Bro. Das bringt voll wenig. Also hätten wir auch das Haus weiter bauen können. Ich baue jetzt hier mit Frostkiefer. Super, jetzt haben wir Upgrade für die nächste Stufe. Zack. Und jetzt werden wir wahrscheinlich gleich das Frostkiefer brauchen, was ich aufgebraucht habe. geschliffener Rubin. Rate mal, wie viel wir noch brauchen. 5 Stück. Ich dreh durch. 5 geschliffene Rubine brauchen wir. Und dann haben wir die letzte Stufe, ne? Ich glaub dir kein Wort. Wo haben wir die 5 ausgegeben? Ich weiß auch nicht, warte mal, vielleicht sind die hier noch drin. Hier sind die drin, wir haben die. Wir haben die, Junge. Aber wir müssen noch unser Dorfansehen verbessern. Dorf. Nee, bei mir geht's. Hä, bei dir? Doch nicht, abgelogen. Was laberst du? Junge, ja, guck dir mal das große, majestätische Anwesenstatue. Ja, vorbei. Also, wenn wir das haben, vorbei. So, guck mal hier. Das letzte, ne? Ja, ja, guck mal, ich habe hier noch Planken. Warte mal, können wir vielleicht hier das... Hast du noch Holz oder so? Nee, ne? Hast du nicht? Holz habe ich nix, ne. Stark. Sehr gut, Ryan. Warte, ich hol kurz.
Sehr, sehr gut. Nee, kein Ding, Mann. Ja, ich hab Planken, aber ich könnte noch was aus. Aber guck mal, das ist Level 10, da brauchen wir halt ein bisschen mehr, das ist halt das Problem. Guck mal, wir können. Nee, ich sag ehrlich, ich gehe kurz mit Holzfarm, Freunde. Dann werden wir das Ding da fertig bauen und dann haben wir quasi hier alles durch. Dann haben wir hier Level 10 in der Wüstenregion. Guck mal, wir haben jetzt hier nur so viel gebaut, das Haus fertig gebaut. Das sieht zwar nicht so gut aus, aber ist eh egal. Das ist eh hier in der letzten Ecke. Interessiert eh nicht. Wir werden jetzt das Dorf aufwerten, haben damit die Wüstenregion auf die maximale Stufe gebracht. Das heißt, uns fehlt jetzt nur noch das Schneegebiet. Und hier haben wir jetzt freigeschaltet. Alter, guck dir das mal an. Bro, die Statue, Junge, siehst du die? Guck dir auch mal das Ritter, dieses Ritterhof an. Junge, das ist so ein eigenes... Das ist ja... Hä? Ja, das ist so ein Ritterburg. Das ist ein Dorf? Das ist einfach so ein Ritterdorf, Leute. Junge, das sieht ja so krass aus. Warte mal, die Statue, wo ist die? Wenn du auch auf... Wenn du auf Bauteile... Nee. Warte, wo war das nochmal? Möbel wahrscheinlich. Möbel. Oder hier? Nee, es ist bei Bauteile, so ganz komisch. Bauteile? Habe ich es gesehen, glaube ich. Oder? Hier stützt nicht. Ah, nee, doch nicht. Sorry, Dekoration, das vorletzte. Ja, ja. Dekoration. Ja. Dann bei Skulpturen das letzte. Und dann runterscrollen. Boah, okay, Leute, guckt euch mal diese Figuren. Die sieht auch echt geil aus. Das haben wir jetzt auch freigeschaltet. Aber jetzt kommt es natürlich zur Königsdisziplin. Und zwar, wir gehen jetzt in das Schneegebiet. Und dann sind wir komplett durch. Und dann haben wir offiziell Fortnite Lego durchgespielt. So, Ryan ist mittlerweile offline gegangen, Freunde, weil wir hier so lange am Grind sind. Also ich sitze hier heute schon den ganzen Tag seit 10 Uhr Vormittag. So, wir schalten jetzt hier erstmal das 7. Level frei. Dorf ist aufgewertet. Wir haben jetzt, glaube ich, kein... Oha, ey, guck mal, wie krass die Sachen hier alle aussehen, ne? Die man hier bekommt hier. So ein Shogun-Trainingsdummy, ey. Wie nice sieht das alles aus. Aber ich glaube, wir haben kein... Oh mein Gott, oder doch... Nee, der Palast, nee, das ist nichts Neues dazugekommen. Okay, easy. Wir können direkt nächste Stufe upgraden. Haben alles dabei. Jackpot. Wir haben alles dabei. Das Malachit von Vive. Wir können direkt auf die 8 gehen. Let's go. Guck mal, wie teuer das ist. 15 Eisenbarren. Ey, das ist so teuer, ne? Das ist so teuer, Leute. Ich sag euch, macht es nicht alleine. Das ist... Ey, das ist wirklich zu viel. Also, das geht gar nicht, Alter. Das ist... Oh mein Gott! Junge, was ist das für ein Tempel? Yo, also der Tempel ist krass. Leute, was ist das für ein OP-Tempel, den wir jetzt hier wieder haben? Das gibt's doch gar nicht. Also ich sage euch ehrlich, der Tempel sieht auf jeden Fall ultra krank aus. Alleine schon, wie groß der ist. Wir müssen jetzt leider hier noch einige Sachen bauen. Ihr seht, wir brauchen ein bisschen mehr Dorfbewertung. Und wir brauchen natürlich auch noch ein paar Gegenstände, Malachit-Tafeln und nochmal 20 Eisenbarren. Roher Saphir haben wir zum Glück schon. Warte mal. Malachit-Tafeln. Ach du grüne Neune. Oh, wir haben noch 30 Malachit. Das ist ganz gut. Da können wir uns 25 Malachit-Tafeln machen. Eisenbarren. Muss ich gucken, ob wir noch genug haben. Hier haben wir noch Eisen. Boah, das ist so frech. Das ist so frech, was hier wir alles brauchen dafür, ne? Aber ich glaube, das haben wir alles unten noch im Lager, dass wir die Stufe eigentlich auch übel, also einfach abschließen können. Ich werde jetzt zurückgehen, werde alles reinpacken, werde das zum Arbeiten bringen und dann ist easy peasy, Leute, dann haben wir das nämlich soweit durch. Aber das Gute ist, ich kann auch jedem empfehlen, sobald das nächste große Update kommt, nämlich die neue Region bzw. das neue Biom, sollte man das alles auf jeden Fall schon fertig haben, weil ansonsten, glaube ich, hat man einige Probleme. So, wir nehmen jetzt aber die Kupferbarren raus. Hier haben wir noch Eisen und dann werden wir hier einmal das komplette Eisen reinpacken. Das Wichtigste ist ja hier das Brightstone und wir haben noch zum Glück ein bisschen, weil ich heute extrem viel gefarmt habe. Aber ich sag euch, so viel ist auch nicht mehr da. So, ich habe jetzt hier gerade noch ein Haus hingebaut, habe jetzt alle Materialien besorgt und wir können jetzt direkt auf die Sima-Stufe gehen und werden auch das... Frostkiefer fehlen, Leute. Ja, okay, Frostkiefern sind hier, die können wir... Ach, vergiss es, Leute. Ich habe ja hier gerade gebaut, deswegen haben wir keine Frostkiefer. Egal, haben wir aber schnell eingesammelt. Easy peasy. Falls ihr euch übrigens fragt, welche Verzauberung ich auf die Pickaxe habe und auf die Axt, das seht ihr unten an den Punkten. Und zwar, ich habe dreimal Haltbarkeit auf meine Werkzeuge gemacht, weil ich finde, aktuell ist dreimal Haltbarkeit meiner Meinung nach das Beste überhaupt. Weil dann braucht ihr nur eine Sache mitnehmen und das hält ewig. Also mit dreimal Haltbarkeit und eine epische... Vorbei, das hält 20 Jahre gefühlt. So, Frostkiefer haben wir und jetzt geht's endlich ans Eingemachte und das Dorf wird aufgewertet. Zack.
Und wir haben, was haben wir bekommen? Ich glaube, wieder einige neue Sachen haben wir bekommen. Gut, geht aber direkt weiter. Und zwar hier können wir direkt auch weiter starten mit der Stufe 8. Und da kriegen wir den Palastturm. Oh mein Gott, Leute. Den Palastturm. Yo, 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 yo. Oh mein Bro. Hä, den hatten wir doch. Hatten wir den nicht gerade schon? Ach nee, warte mal. Das war der hier, oder? Nee, den hatten wir doch schon. Den Palastturm. Hä, hey, was ist ab? Ich glaube, wir haben da irgendwas noch zu freigeschaltet. Shogun-Palast-Möbel. Und uns fehlen hierzu... Warte mal, wir haben jetzt Stufe 8. Okay, Stufe 9 haben wir eigentlich auch gleich. Da müssen wir eigentlich hier nur noch mal so ein Bett placen. Warte mal, hier ein Bett placen. Jetzt können wir Stufe 9 theoretisch upgraden. Aber mir fehlen 5 Eisenbarren. Ich hoffe, dass ich hier noch Eisenbarren habe. Kupferbarren haben wir hier noch einmal. Oh nein, ich hatte, glaube ich, unten auch keine Eisenbarren mehr. Ich bin mir nicht sicher. Ein Eisenbarren haben wir hier noch. Dann brauchen wir noch 4 Stück. Oh, nicht, dass ich jetzt extra für die Eisenbarren nochmal hinlaufen muss. Obwohl, Eisenbarren kriegen wir ja... Ich muss mal gucken, Leute, ob wir noch 4 Stück unten im Dorf haben. Aber ich glaube schon, dann können wir nämlich direkt mit Stufe 9 weiter durchdrehen. Ey, das sind meine letzten Eisenbarren, die ich habe. 6 Stück hier unten einfach noch drinne. Jackpot. Ich hoffe, dass wir fürs nächste Upgrade nicht noch mehr Eisenbarren brauchen. Also das wäre absolut frech. Da muss ich nochmal losfahren. Aber ich hoffe, dass es einfach reicht. So, Dorf aufwerten. Das 1000. Mal. Wir sind auf Level 9. Endlich. Nur noch eine Stufe. Und dann haben wir offiziell Fortnite Lego durchgespielt. Och, nee. Geschliffener Saphir. Nochmal 25 Eisenbarren. Ey, das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Ey, Bro, es ist nicht normal, Leute. Es ist real rap abnormal. Also, ich habe von diesen ganzen Sachen nichts mehr. Malachit-Tafel müssen wir hier im Eis, Eis suchen. Eisenbarren müssen wir... Ey, das ist nochmal eklig. Aber dann können wir den großen Palast herstellen. Und haben alles durch. Geschliffener Saphir. Okay, Leute, ich farm jetzt nochmal das restliche Zeug zusammen zum, ja, 10 Stunden hier dran. Ach, Leute, das Farm ist so anstrengend. Oh, hä, was ist das denn hier? Noch ein Dorf, ein bekanntes Dorf, was mir, Leute, das Dorf kommt mir echt bekannt vor. Da gucke ich mir jetzt nochmal an, ob hier irgendwas vielleicht in den Kisten ist. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht umsonst gelaufen. So, da waren ja die Kisten, glaube ich, hier drinne. Mach mal die Tür auf hier. Wo waren die Kisten nochmal drinne, Leute? Nicht, dass er die abgebaut hat oder das Zeug irgendwie mitgenommen hat. Da müssen wir mal gucken. Ich hoffe, der hat hier noch alles da gelassen. So, gucken wir mal rein. Okay, hier brauchen wir nichts. Oh mein Gott, er hat Eisen. Let's go. Das brauchen wir schon mal nicht farmen. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch Malachit und Saphir. Ich hoffe, er hatte da auch noch was davon gehabt. Dann kann er, ja, Leute, ich würde ihm auch wieder was zurückgeben. Aber das ist ja Saphir einmal und nochmal Malachit. Genau 25 Stück. Brauchen wir 25 Stück? 30 Stück brauchten wir, aber wir haben nochmal hier, wir haben alles. Wir haben alles. Oh, endlich, Leute, endlich. Ey, Leute, ihr glaubt nicht, ich habe es endlich geschafft. Ich habe es endlich geschafft. Nein, ich habe die geschliffenen Saphire vergessen. Aber wir haben endlich es so weit, dass ich jetzt wirklich auf die maximale Stufe upgraden kann. Ich habe heute den ganzen Tag gezockt. Ich bin so froh. Ey, wir können uns jetzt so ein krasses Dorf freibauen, weil wir offiziell, wie gesagt, Minecraft durchgespielt haben. Wir haben alles freigeschaltet, was es dann im Spiel gibt. Ich kann es nicht glauben. So, die Saphire sind natürlich auch schon fertig. Nehmen wir uns einmal raus hier. Und dann können wir das jetzt endlich abschließen. Ich bin gespannt, was das letzte Gebäude sein wird, was wir jetzt bekommen. Und dann können... Oh, ich bin so gespannt. Ich bin einfach so gespannt. Let's go. Wir haben heute 30 Dorflevel gemacht. Fast 30 Stück. Zack. Dorf aufwerten. Boom. Oh mein Gott! Eine goldene Statue haben wir bekommen. Eine goldene Lama-Statue. Yo, 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 yo. Chill, chill, chill. Oh, großer Palast. Junge. Leute, guckt euch mal diesen Palast an. Alter, man kann ihn gar nicht richtig sehen, so groß ist der. Den haben wir uns... Ey, guckt euch das Ding an, Freunde.
Was haben wir uns hier freigeschaltet? Wie krass sieht das bitte aus? Habt ihr Bock, dass wir uns da mit eine richtig kranke Base bauen? Also guckt euch das an. Ich will mir mal kurz die Statuen angucken. Die müssen ja heftig sein. Wo sind die Statuen? Dekoration, Skulpturen. Und hier ist es. Das goldene Lama. Ja, Bro, wir haben einfach das goldene Lama freigeschaltet. Das gibt's doch gar nicht. Ey, oder hier. Die goldene Katze. Wir haben offiziell Lego durchgespielt. Morgen gucken wir uns genau an. Ich werde ein nagelneues Dorf aufbauen. Ich werde das heftigste Dorf überhaupt aufbauen mit den Sachen, die ich jetzt habe. Leute, lasst auf jeden Fall für die ganze Arbeit ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns morgen und dann werden wir das krasseste Dorf mit den neuen Sachen bauen überhaupt. Like, abonnieren nicht vergessen. Tschüss, bitte.